Ja, Tim Boss, 1:1 hier bei Preußen Münster an einem Freitagabend. Glückwunsch erstmal zu dem Punkt. Der fühlte sich von außen zumindest hart erkämpft an. Wie fühlte er sich für dich an? Ja, nach der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ich glaube, wenn die zweite Halbzeit noch ein bisschen länger dauert, können wir sogar noch einen Sieg uns erkämpfen. Aber ich glaube, das war heute auch einfach nicht verdient. Müssen wir ehrlich zu uns selber sein, weil die erste Halbzeit war jetzt nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Eigentlich komplett das Gegenteil. Ja, und so ist dann der Punkt, denke ich, am Ende okay. Ich habe auch in der ersten Halbzeit eine starke Preußen-Mannschaft gesehen. Was fehlte bei der Fortuna im ersten Abschnitt? Die Aggressivität. Also wir wussten, dass Preußen heute die erste Viertelstunde auf jeden Fall vorne raufgehen will und jeden Zweikampf gewinnen möchte, um das Publikum mitzunehmen. Das haben sie geschafft. So, und dann gehen sie auch 1:0 in Führung durch einen Elfmeter. Ich weiß nicht, ob einer war, aber ja, dann auch, denke ich mal, verdient. Und auch infolgedessen haben wir einfach nicht den Zugriff bekommen und haben um das zweite gebettelt. Aber ja, Gott sei Dank haben wir das über die Runde geschafft und dann ja, wieder mitten im Traumtor das 1:1 gemacht aus dem Nichts. So, und die zweite Halbzeit war dann, denke ich, besser. Aber ja, der Punkt ist halt dann am Ende 0 Punkte. Wie sehr trägt Keita aktuell so ein bisschen zu dem Erfolg bei? Weil in der ersten Halbzeit habe ich jetzt nicht so viele Chancen von der Fortuna gesehen und das Tor war auch gefühlt aus dem Nichts. Ja, komplett aus dem Nichts. Also das ist sein Job, die muss er machen. Nein, Spaß beiseite, aber es bringt uns natürlich enorm Qualität, wenn wir wissen, dass Keita im Moment wenige Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Ja, so war es heute auch. Jetzt hat man 2 Wochen Pause, dann steht ein absoluter Knaller in der dritten Liga an mit Fortuna gegen Magdeburg. Wie sehr visualisiert man so ein Spiel jetzt schon? Ja, jetzt heute glaube ich erstmal gar nicht, aber ja, ab Montag gilt der volle Fokus auf Magdeburg. Wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und klar, das haben wir uns erarbeitet, jetzt die ersten Spiele. Bis jetzt, dass wir jetzt ein absolutes Topspiel haben, um ja, die vorderen Plätze, und das wollen wir natürlich gewinnen. Danke dir. Ja, Nico Brandenburger, 1:1 hier an einem Freitagabend im Preußenstadion gegen Preußen Münster. Glückwunsch erstmal zu dem Punkt, weil der sah von außen hart erkämpft aus. Wie fühlt er sich für euch an? Ja, so wie du gerade gesagt hast, harter Kämpfer auf jeden Fall. War ein anstrengendes Spiel, war ein Kampfspiel. Wir haben jeden Meter fighten müssen, um hier was mitzunehmen. Das haben wir gemacht. Ich denke, am Ende raus hätten wir sogar noch mehr mitnehmen können. Aber aufgrund des ganzen Spiels, auch in der Anfangsphase, müssen wir ganz klar sagen, dass das 1:1 in Ordnung geht, denke ich. Und ja, nehmen den Punkt wieder mit. Tim hat es auch gerade schon angesprochen, dass die erste Halbzeit nicht so lief, wie man sich es vorgestellt hat. Hast du eine Erklärung für die 2 unterschiedlichen Gesichter heute von der Fortuna? Ja, so nach dem Spiel jetzt keine Erklärung, aber es ist ganz klar, dass wir da aggressiver zu Werke gehen müssen. Und ja, darf nicht passieren im nächsten Spiel. Wir müssen da von Anfang an erste Minute Vollgas geben. Und das haben wir heute nicht gemacht, warum auch immer. Daran arbeiten wir und machen es im nächsten Spiel besser. Das Tor, was die Fortuna dann wieder so ein bisschen am Leben hält, kommt so gefühlt aus dem Nichts. Ist wieder ein relativ schönes, wieder von Keita. Hast du eine Erklärung dafür? Da muss ich Keita fragen, weil ich jetzt auch nicht genau, warum der immer alle so schön macht. Nee, macht er wieder überragend. Und ich fand, in der Phase haben wir da ein bisschen besser das Spiel in den Griff bekommen und machen dann genau in der Phase das Tor, ganz am Anfang zwar noch, aber ja, und ab da waren wir da ein bisschen besser drin, hat uns gut getan, das Tor, und ja, war ganz klar wichtig, das Tor in der Phase. Jetzt hat man wieder einen Punkt gesammelt in Münster, nimmt wieder sowas Positives mit, wenn auch Länderspiel, also spielfrei ist. Wie sehr visualisiert man schon so ein Spiel im Südstadion gegen ja, den zweiten, dritten, keine Ahnung, Magdeburg? Ja, wir sind 15 Minuten nach dem Spiel in Münster, jetzt erstmal Münster abhaken, kommen gerade vom Platz und jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die freien Tage, regenerieren und dann bereiten wir uns auf Magdeburg vor und das Magdeburg-Spiel werden wir gut vorbereiten und dann jedes Spiel super angehen. Danke dir.